hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 13. August 2022. Vollende dich. Botschaft von Babaji. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Du bist ein Riese, der seit Äonen auf der Erde seinen Schatten wirft. Jetzt löst sich dieser auf und du erkennst deine wahre Größe und dein Licht. Du bist dieser Zeit und den Herausforderungen gewachsen, deshalb bist du hier. Dein Leben ist dir als Gewand der göttlichen Vorsehung angemessen. Vollende dich als Diener der Menschen. Arbeite weiter, bleib nicht stehen, blicke nicht zurück. Dafür wurdest du geboren, dafür bist du auf diese Welt gekommen und dafür hast du entschieden zu leben. Dafür diese Menschheit zur Umkehr zu bewegen und einzelnen Menschen zum Aufstieg zu verhelfen. Wer eine bestimmte Stufe in seiner Entwicklung erreicht hat, wird ganz von selbst zum Diener der Menschen. Eine andere Arbeit gibt es nicht für einen Erwachten, als mit seinem Frieden und seinem Licht Menschenseelen, die verloren scheinen, zurückzurufen in das Leben. Je härter und unmenschlicher die Umgebung wird, desto weicher und menschlicher, mitfühlender und liebender wird der, dessen Seele geheilt und der mit Gott verbunden ist. Deine Liebe ist der Samen für zukünftige Generationen. Durch deine Arbeit wird das Fundament für die neue Erde gelegt und durch dein Beispiel wachsen die Mitmenschen über sich selbst hinaus. So nimm alle Aufgaben, die du dir vor der Geburt selbst zugeteilt hast, bereitwillig an und gehe ganz in deiner Arbeit auf. Du bist ein Riese, der seit Äonen auf der Erde seinen Schatten wirft. Jetzt löst sich dieser auf und du erkennst deine wahre Größe und dein Licht. Du bist dieser Zeit und den Herausforderungen gewachsen, deshalb bist du hier. Dein Leben ist dir als Gewand der göttlichen Vorsehung angemessen. Arbeite weiter, schreite voran und blicke nicht zurück. Vollende dich. Babaji. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.